Ich habe das Gefühl, wir reden im Moment so viel über Nazis und Maßen und alles, was damit zusammenhängt, dass so bestimmte andere Themen, dass die leider überhaupt nicht mehr vorkommen. Und dann gibt es so Themen, die kommen bei mir generell überhaupt nicht vor, bis ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Pflegenotstand ist jetzt kein Thema, mit dem ich mich täglich beschäftige, einfach weil ich nicht alt bin. Das ist der Grund. Und jemand hat mir erzählt von einer Demo, die es jetzt Samstag gibt, in Hamburg am 22.09. gegen Pflegenotstand. Und da habe ich mir so Infos reingezogen. Holy moly, es fehlen 100.000 Pflegekräfte. 100.000. Das heißt, es gibt so wenig Pflegekräfte, dass momentan eine Pflegekraft 12 Menschen pflegt. In anderen Ländern sind das 7 und der Durchschnitt ist schon krass, finde ich. Aber 12 Leute. Und deswegen muss man da irgendwas gegen tun. Und deswegen, klar, die eine Forderung wird zu sagen, man braucht jetzt mehr Geld. Pflegekräfte brauchen mehr Geld, dann ist es attraktiver und deswegen fangen mehr Menschen an, diesen Beruf zu ergreifen. Ja, aber alle wissen, dass das utopisch ist. In den nächsten 2 Wochen wird sich das jetzt nicht ändern. Da wird man jetzt nicht anfangen und sagen, ach so, nee, dann verdienen die doppelt so viel. Das heißt, diese Demo ist auch nicht mehr nur dafür. Diese Demo setzt ganz unten an. Diese Demo sagt, okay, pass auf, vielleicht könnte man ja wenigstens privaten Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sagen, dass sie schon mehr Pfleger einstellen müssen. Weil die natürlich am meisten Geld sparen, wenn sie wenig Pfleger bezahlen, weil Personal teuer ist. Wenn du also Geld machen willst, schmeiße Leute raus, beziehungsweise stellst nicht genug Leute ein. Und das will die Demo. Und ich stand gestern in der Gruppe und da haben wir über dieses Thema auch gesprochen. Und eine Frau aus der Gruppe meinte, ja, aber warum bildet man jetzt nicht zum Beispiel auch Geflüchtete aus? Ne, wenn wir jetzt Leute brauchen, die Pflegeberufe machen, wir haben jetzt hier voll viele Geflüchtete, die ja irgendwas machen müssen, wenn die länger hier bleiben. Warum nimmt man nicht die Bock drauf haben und bildet die als Pfleger aus? So, und dann kam ein anderer Mann in der Gruppe, ein älterer Mann, der meinte, ja, aber das geht nicht. Die müssen ja erstmal vernünftig Deutsch lernen. So, Pflegen ist ja nicht nur irgendwie Körper waschen, sondern du musst ja mit den Leuten in Kontakt bleiben. Du musst deren Sprache sprechen, du musst die körperlich oder auch geistig fit halten. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Das ist immer das, was als erstes genannt wird, wenn man sagt, lass uns doch Geflüchtete fragen, ob sie den Beruf machen wollen. Dass man sagt, oh, die müssen erstmal genug Deutsch. Ja, aber wenn dir das für dich so wichtig ist, all den Menschen körperlich und geistig vor allem fit zu halten, warum machst du das denn nicht? Warum gehst du nicht in ein Altenheim? Und da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, warum mache ich das nicht? Und habe ich mir überlegt, ich glaube, ich mache das. Im Oktober fährt meine Frau wieder in die Uni. Das heißt, von da an bin ich wieder vormittags mit meiner Tochter allein zu Hause. Warum hängen wir nicht im Altenheim rum? Ob wir nun hier im Garten rumhängen oder in einem Altenheim, ist doch auch geil, oder nicht? Deswegen frage ich mich, warum hilf du doch den Pflegekräften erstmal, bis das Problem gelöst ist. Geh in so ein Altenheim und spiel mit den alten Leuten Kanasta oder Bridge oder was immer diese Leute da machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich mir auch überlegt, wenn man jetzt anfängt zu sagen, komm, wir bilden Geflüchtete als Pflegekräfte aus, die Ersten, die auf die Straße gehen, dann zu sagen, dass das nicht geil sein kann, sind Nazis. Und da frage ich mich, wie dumm seid ihr denn? Weil die Leute, die ganz früher wirklich Nazis waren, das sind die jetzt gerade gepflegt werden. Und die jetzt auf der Straße stehen und Nazis sind und sich dermaßen darüber aufregen, dass da 2 muslimische Frauen an der Rewe-Kasse waren und dann das sind die als nächstes einen Hirnschlag bekommen und die dann gepflegt werden. So, und wenn die nicht möchten, dass die nur einer von 12 Personen sind, die irgendeine völlig am Limit arbeitende, schwitzende Pflegekraft versorgen muss, dann solltet ihr hoffen, dass möglichst viele Geflüchtete diesen Beruf ergreifen. Das heißt, meine lieben Nazis, bei dem Thema Pflege bewegt ihr euch auf ganz dünnem Eis.